Guten Morgen. Müssen klarer sein. Jörg Schwedelin. Korrekt. Worum geht's? Um einen Serienmörder. Frau Engels Japaner wurde vor 2 Tagen ermordet. Sie waren also mit einem Japaner verheiratet? Ihr Japaner ist ein Rammler. War ein Rammler. Ja, bitte, ich verstehe nur Bahnhof. In diesem Jahr findet die große Bundesrammlerschau in Quedlinburg statt. Und dann jeder von uns macht sich mit seinem gestreiften Japaner Hoffnung auf den Sieg. Machte sich Hoffnung. Mein Sushi wurde vor 2 Tagen ermordet. Zuerst habe ich gedacht, es wäre mein Nachbar gewesen, der sich schon öfter über meine Kaninchen beschwert hat. Frau Ingels, und dann stellte sich heraus, dass der gestreifte Japaner von einem Züchterkollegen aus Halberstadt ebenfalls ermordet wurde. Und gestern wollte jemand meinen Shogun töten. Herr Langbein war Gott sei Dank schnell genug und konnte den Täter in die Flucht schlagen. Haben Sie jemand erkannt? Nee, das ging so schnell. Jack, was soll ich denn machen? Ich kenne mich doch mit Kaninchen überhaupt nicht aus. Ja, aber mit Mördern. Du musst bitte mit Herrn Kleinert sprechen. Wir brauchen seine Hilfe. Jörg, ich kann nicht. Er muss uns helfen. Bitte. Na, der freut sich. Was wollen Sie denn? Hallo, Herr Langbein. Wir kennen uns ja von heute Morgen. Hauptkommissar Kleinert. Herr Langbein, Sie suchen also tatsächlich nach dem Mörder? Natürlich. Hatte ich Ihnen doch gesagt. Ja, könnte ich wohl nicht richtig dran glauben. Würden Sie uns Ihre Kaninchenstelle mal zeigen? Ja, gut. Tag. Nach Ihnen. Danke. So. Das ist aber ganz der Stolz. Aha. Muss keine Angst haben, Shogun. Das sind Freunde. Die wollen rauskriegen, wer dir was Böses antun wollte. Na, ist ja ein prächtiger Kerl. Der bringt ordentlich was in die Pfanne, was? So ein Rammler wie Shogun, der wird nicht geschlachtet, der geht in die Zucht. Warum sind denn diese Nachkommen so wertvoll? Die Eltern von den beiden, Madame Butterfly und Samurai, das waren nicht irgendwelche Kaninchen, das waren die Könige in ihrer jeweiligen Kategorie. Die haben jeden Preis gewonnen, den es zu gewinnen gab. Jeder Züchter träumt davon, einen Nachkommen zu besitzen. Ja, zu besitzen, aber ja nicht zu töten. Ja, vielleicht war es ja so ein Kaninchenhasser. Solche perversen Typen soll es ja geben, ne? Na gut, die töten dann ja irgendwelche Kaninchen und nicht diese speziellen. Haben Sie den Täter gesehen? Nein, es war ja auch dunkel, das habe ich vor denen schon gesagt. Und es ging total schnell. Aber Sie haben einen Verdacht. Nein, kann ich nicht mit Ihnen. Wo waren Sie denn, als der Täter kam? Na, hier im Wohnzimmer. Ich habe Fernsehen geguckt. Dann habe ich dieses Geräusch gehört. Ich wusste ja, was mit dem Rammler von der Engels passiert ist. Also ich sofort um die Ecke, habe geschrien und dann war da so eine dunkle Gestalt und die hat sich sofort verpieselt. Groß, klein, dick, dünn? Groß, groß und kräftig. Haben Sie Ärger mit den Nachbarn? Nein. Die Züchterkollegen? Nein. Mit Ihrer Schwiegermutter? Fällt das nicht. Herr Kleiner? Herr Kleiner! Was ist denn mit seiner Frau? Was ist denn mit Ihrer Frau? Meine Frau? Die hat schon geschlafen. Nichts gesehen, nichts gehört. War ja klar. Seien Sie mal nicht so negativ. Wir fangen ja gerade erst an. Na, bei der Spurenlage können wir gleich wieder von vorne anfangen. Können Sie nicht mal Ihre Züchterkollegen fragen, ob es einen ähnlichen Kaninchenmord gegeben hat? Hab ich schon. Und? Bislang nicht. Eine Frage hätte ich ja noch. Sie als Experte. Der Osterhase. Gibt's den oder gibt's den nicht? Ja, vielen Dank. Wir melden uns.